Hey du, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Stable Online in einer neuen Woche. Ja, Glöckchen ist mit dabei. Ich wollte ja jetzt ganz gerne weitermachen mit den Quests Richtung Golden Hills, aber wir haben ja jetzt von dem Tag der offenen Tür hier noch diese Special Quest für das Tagesrennen. Die wollte ich mir natürlich auch nicht entgehen lassen, deswegen quatschen wir mal gerade mit Alex. Es sind viele Disziplinen des Reitens auf Jorvik vertreten. Da ist Loretta mit ihrer englischen Reitweise, Josh mit der Westernart, Luciana, die auf die Arbeitsreitweise schwört. Diese Reitdisziplinen findest du auf der ganzen Welt. Aber eine Reitweise gibt es nur auf Jorvik. Es ist das mit Aidins Geschenk verknüpfte Reiten, dem eine starke Bindung zwischen Pferd und Reiter zugrunde liegt. Die Druiden Jorviks nennen es Seelenreiten. Rhiannon ist eine Druidenwache und beherrscht diesen Reitstil perfekt. In der Nähe der Runensteine wird darüber gesprochen, dass sie wohl schon bald neue Schüler aufnehmen wird. Sie hat mich gebeten, tägliche Rennen auf Jorvik zu organisieren, um auf Reiter aufmerksam zu werden, die die Bindung zu ihrem Pferd schätzen und pflegen. Jeden Tag findet ein anderes Rennen statt. Wenn du es abschließt, erhältst du einen Segen für dein Pferd, der dir hilft, sein Training zu beschleunigen. Ach. Bereit, dir Aidins Segen für dein Pferd zu holen? Das heutige Seelenreitenrennen startet auf dem Silverglade-Landgut. Suche nach Rhiannon und ihrem Pferd Nix an der Startlinie. Sie hilft dir zu trainieren. Ja, guck mal, das passt doch da perfekt. Da wollten wir doch sowieso hin. Mega. Besser könnte es ja gar nicht passen. So, also, Silverglade-Landgut. So. Da wollen wir sowieso hin, denn da müssen wir, wie gesagt, damit es weitergeht Richtung Golden Hills, müssen wir mit Tyra sprechen und uns weiter um Techno, den kleinen Hund, kümmern. Ist auch schon eine ganze Weile her jetzt, dass wir die Quest gemacht haben. Auf jeden Fall geht es da weiter, aber das ist ja perfekt heute mit dem Rennen. Also besser könnte es ja gar nicht sein. Ja, dann machen wir jetzt das als erstes. Hier haben wir sie auch stehen. Rhiannon. Du möchtest also lernen zu reiten wie die Druiden auf Jorvik? Ich unterrichte Seelenreiter nicht. Noch nicht. Aber ich bin auf der Suche nach Schülern, die bemüht sind, ihre Bindung zu ihrem Pferd zu stärken. Achte darauf, dass du ein Pferd reitest, das du auch trainieren möchtest. Beende das Rennen und Aidins Segen gibt deinem Pferd einen großen Erfahrungsschub. Wollen wir beginnen, junge Reiterin? 1500 Erfahrungspunkte! Oh mein Gott, das ist richtig krass, ja. Fluttershy aka Glöckchen ist jetzt gerade mal Level 2. Das wird ihr mega viel bringen. Ja, und es ist so, wie es aussieht, das erste Rennen des Landguts, was wir hier reiten müssen. Es sei denn, die Strecke wird doch noch ein bisschen anders geführt, aber kann ich mir nicht vorstellen, dass sie jetzt dafür irgendwie noch extra eine etwas andere Rennstrecke hier reingebastelt haben. Ja, mega cool. Richtig, richtig nice. Also 1500, das ist schon ordentlich. Ist das genauso viel wie beim Geburtstagsrennen? Ich weiß nämlich gerade nicht mehr, wie viel das Geburtstagsrennen bringt. Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr, muss ich ehrlich gestehen. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, solltet ihr das noch wissen. Dann könnt ihr mir das ja gerne mitteilen. So. Ja, mega. Das könnte... Also Level 3 wird Fluttershy damit auf jeden Fall. Ich weiß es nicht, ob das womöglich sogar direkt schon für Level 4 reicht. Das kann ich nicht so genau sagen. Wow, da bin ich aber nicht gut rumgekommen. Aber das werden wir ja gleich sehen. Ich muss nochmal schauen, wie das ist. Mit den Abstufungen der Pferdeerfahrung. Mit wie viel Erfahrungspunkten ein Pferd immer ein Level up hat. Also ich weiß, dass es insgesamt 33.000 Erfahrungspunkte braucht, um ein Pferd von Level 1 auf Level 15 auszutrainieren. Das weiß ich. Die Zwischenschritte, die kenne ich gerade nicht aus dem Kopf. So. Zack. Sehr gut. Also, keine gute Zeit, aber... Glöckchen ist ja auch erst Level 2. Ich spüre das Glühen in dir, mein Kind. Offensichtlich ist dir Fluttershy sehr wichtig und Aidin hat diese Liebe mit einem Erfahrungsbonus für deinen treuen Gefährten belohnt. Komm morgen wieder zu mir, dann kann Fluttershy oder ein anderes Pferd, das du trainieren möchtest, noch einen Segen der Erfahrung erhalten. Ja, und guck mal, Level 4,5 ist Fluttershy dadurch geworden. Richtig, richtig krass.
Das hat einiges gebracht. Definitiv. Ja, also das sollte ich jetzt, ich habe es ja jetzt schon ein paar Tage nicht gemacht. Ich nehme jetzt gerade am Sonntag auf. Das heißt, ich habe es jetzt schon Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Ich habe 4 Tage verschenkt. Aber ich bin einfach nicht früher zur Aufnahme gekommen. Hi, ich bin fertig mit der Hütte. Ich bin sehr glücklich mit dem Ergebnis. Ich glaube, mein alter Handwerkslehrer würde mir eine 1 geben. Kannst du sie mit deinem Pferd nach draußen tragen? Bin so aufgeregt zu sehen, ob es Techno gefallen wird. Natürlich. Dann wollen wir doch mal runter hier. Das erinnert mich wieder... es erinnert mich an ein Lied. Everybody listens to House Electro. Techno, Techno. Nein, bring the bass back. Techno, Techno. Das ist Hands Up, heißt der Musikstil. Das Lied heißt auch Hands Up, Motherfucker. Hands Up, Motherfucker. We put your hands up high. Da 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 da. Ich mag das Lied. So, habe ich jetzt... Nee, doch, da ist er. Ja, wuff, es scheint ihm zu gefallen. Ach ja, super, jetzt müssen wir direkt wieder zu Tyra zurückreiten. Ja, klasse. Ich hätte auch eben bei ihr anrufen können und sagen können, ja, hier... Oh, guck mal, ich habe noch Julebockgeister. Die würden mir noch 4 Schillinge bringen. Wow, ich werde reich. Ich werde unglaublich reich werden. Gut, in Anbetracht meiner momentanen Schilling-Notlage mit 128 Schillingen, weil ich ja in der letzten Folge nochmal ein bisschen geshoppt habe, ist das wahrscheinlich gar nicht so doof, wenn ich das... ja gut, 4 Schillinge ist im Endeffekt auch wurscht. Ich behalte die einfach mal, wenn es nächstes Jahr wieder die gleichen Julebockgeister gibt. Halt, stopp. Wow, guck mal hier, dem Apfelschimmel stehen diese Federn aber mega gut. Sollte es nächstes Jahr die gleichen Böcke wieder, die gleichen Geister wiedergeben, die gleiche Quest, dann habe ich die noch. Die Weihnachtswünsche, die habe ich tatsächlich verkauft, weil wir da ja dieses Jahr auch neue hatten. Und die bringen auch mehr. Hat er sie gemocht? Oh, ich bin so glücklich. Vielen Dank, Tiffany. Ab jetzt sind wir hier wieder sicher. Die Baroness hat übrigens gesagt, dass sie mit dir sprechen will. Die Baroness. So. Ja, dann wollen wir da doch direkt mal hin. Und gucken, was sie von uns möchte. Ich kann mich nämlich nicht mehr daran erinnern, was das jetzt war. Schön, dich wiederzusehen, Tiffany. Ich wollte dir ein kleines Geschenk geben, weil du uns immer so viel beim Landgut hilfst. Leider habe ich noch nicht genügend Beweise, um Herrn Campbell festzunageln. Aber wehe, wenn er hier nochmal alles zerstört. Oh, es gibt eine Satteldecke. Hier ist dein Geschenk, Tiffany. Es ist Technos Lieblingsmuster. Ich hoffe, es wird dir und Fluttershy gefallen. Ich freue mich jetzt auf etwas Ruhe und Frieden beim Landgut. Mit Knochen. Ach ja. Ja, Chumpy-tauglich ist sie nicht. Ja, die Satteldecke ist auch so ein bisschen... Sie passt natürlich, ne? Also sie passt natürlich zur Quest. Das auf jeden Fall. Eine sanfte Reinigung auf dem Land. Das war bei Agneta. Im Alttempo nach Northlink. Welches war denn jetzt nochmal die Quest? Wahrscheinlich das mit Northlink, würde ich mal fast sagen. Das würde zumindest Sinn machen, weil da stehen ja GED-Mitarbeiter und ja, also ich meine, das müssten wir noch machen. Ich glaube, das war das. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Wir versuchen das einfach mal. Wenn es die falsche Quest war, dann war es die falsche Quest. Dann könnt ihr mir das ja notfalls in die Kommentare schreiben. Dann sehe ich das wenigstens für die nächste Woche. Weil ich werde wahrscheinlich jetzt zusehen, dass ich relativ fix die 3 Folgen für diese Woche schon hintereinander weg aufgenommen bekomme. Die für Mittwoch werde ich auf jeden Fall jetzt gleich direkt noch aufnehmen. So, ach nee, der stand da oben, ne? Glaube ich. Ich bin schon wieder etwas verwirrt. Gut, ihr Lieben. Ich würde aber schon sagen,
das war's für diese Woche. Wie gesagt, nicht für diese Woche, für diese Folge. Wie gesagt, momentan muss ich mich wirklich ziemlich genau an meine 10-Minuten-Planung halten. Einfach, weil ich ansonsten zeitlich nicht mehr anders hinkomme. Und ja, vielleicht wird sich bei mir zukünftig auch das eine oder andere noch privat ein bisschen ändern. Da muss ich sowieso gucken, wie ich das alles auf die Kette bekomme. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns Mittwoch wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei sein würdet. Also von daher macht's gut und bis dahin. Tschüss!